Warum sollen wir dann irgendwelche Tiere nicht verkaufen? Also es gibt Tiere, die sind schon mal länger bei uns. Ist aber nicht so schlimm. Die werden ja bei uns versorgt, als wenn sie zum Haus gehören, als wenn da einfach unsere Familie ist und wir haben die aufgenommen. Es gibt auch schon mal Preisschwankungen bei Tieren, dass wir vielleicht 9 Wurf bekommen haben, die viel preiswerter sind und den, der dann noch übergeblieben ist vom alten Wurf, vom anderen Züchter, dass dann nicht sofort jemand gemerkt hat, hallo, der ist ja noch viel zu teuer, wir müssten den preiswerter machen. Aber wenn der dann mal ein paar Wochen hier ist, dann fällt das schon einem auf und dann müssen wir mal neu kalkulieren und dann geben wir den preiswerter ab. Aber dass ein Tier gar nicht verkauft wird, das gibt es hier überhaupt nicht. Also in den letzten 45 Jahren ist mir das noch nicht passiert.